Und wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Das heißt aber nicht, dass wir Nicht-Muslime betrügen dürfen. Also nicht, dass jemand sagt, aha, wer uns, also wir Muslime, also Nicht-Muslime darf ich betrügen? Nein. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kuffar damals betrogen? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hatte das Vermögen der Mekkaner bei sich, in seiner Wohnung. Ja, die Mekkaner, da gab es keine Banken. Wo hast du deine Vermögenssachen gelagert? Bei dem Vertrauenswürdigen. Das war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das war immer noch so, nachdem er Prophet wurde. Das heißt, die Mekkaner haben ihm immer noch ihr Geld anvertraut, obwohl sie ihn bekämpfen wollten. Aber sie wussten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, egal was wir mit dem anstellen, der wird uns nicht hintergehen. Das wussten sie. Und als er ausgewandert ist nach Medina, hat er ja Ali radiallahu an bei ihm zu Hause gelassen, damit er dieses anvertraute Gut zurückgibt. Das heißt, wäre es erlaubt, Nicht-Muslime zu betrügen, zu beklauen und so weiter, dann hätte er das doch getan, oder nicht? Weil einige, da gibt es ja einige Experten, die gehen dann in Lidl und Aldi, ja, und dann klaut er Zahnpasta und Kekse und was weiß ich und sagt, das ist hier Kriegsbeute. Was für eine Schlacht war denn das? Die Kauflandschlacht. Ja? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, den wollten sie umbringen. Sie wollten ihn umbringen. Wollten die Kaufland-Mitarbeiter dich umbringen, dass du Zahnpasta dort klaust? Die wollten den Propheten sallallahu alaihi wasallam töten und er hat gesagt, alles klar, ihr wollt mich umbringen, alles klar, dann Ali, nimm alles mit, wir ziehen nach Medina. Hat er das getan, alaihi salatu wasallam? Nein. Rasul sallallahu alaihi wasallam betrügt nicht, er klaut nicht, er lügt nicht, selbst mit seinen Feinden, selbst gegenüber seinen Feinden, die ihn ermorden wollten. Also ist er gegangen mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an und Ali radiallahu an sollte das anvertraute Gut zurückbringen. Das heißt also, ein Muslim betrügt weder die Muslime, noch betrügt er die Nicht-Muslime.